Peter, wir haben uns bei Professor Grotjan getroffen, ziemlich am Ende von der Demo. Was wolltest du von dem Professor? Ja, es hatte einen schlimmen Überfall auf einen Ausländer gegeben von der Polizei und wir wollten ihn da um Hilfe bitten. Und der war auch nun noch zufälligerweise sozusagen bei der Sarah Wagenknecht angestellt und protegiert durch politische Beziehungen. Ich habe nachher mit dem Professor gesprochen und das sehen wir jetzt. Ja, ich geb's dir. Peter, ist nicht alles klar gewesen, wie es passiert ist? Nimmst du nicht an? Nein, nein, es war nicht alles klar. Es war vor allen Dingen nicht absehbar, in welcher Geschwindigkeit diese Finanzprodukte, die im Grunde genommen nicht gedeckt waren, sich verselbstständigt haben. Und dadurch, dass man das nicht wusste, war auch unklar, wann der Crash wirklich eintreten würde. Er ist von einer Reihe von Kollegen und Kolleginnen, aber auch von ein paar Gewerkschaftlern, auch selbst von ein paar guten Philosophen vorausgesagt worden, aber der Zeitpunkt des Crashs war nicht klar. Es gab einige Voraussagen letzten Sommer, die auf den Herbst schon hingedeutet haben. Insofern waren die besonders klug. Aber man kann sagen, die Krise ist prognostiziert worden. Der Ausbruch des Vulkans war unklar. Die Frau Dr. Merkel hat 800 Milliarden nun locker gemacht innerhalb von 3 Tagen. Ist das ein geeignetes Mittel? Nein, es ist kein geeignetes Mittel. Also der Staat spielt sich ja weitgehend auf wie ein Gummilöwe, der so tut, als ob er denn so ganz genau wisse, was mit der Krise los ist und wie der Staat auch reagieren müsse. Also die Wahrheit ist, dass selbst die wichtigsten Banker nicht genau wissen, wie das Ausmaß der Krise wirklich läuft und was noch zu erwarten steht. Und die Politik weiß es erst recht nicht. Man darf auch nicht unterschlagen, dass die wichtigsten Akteure des Staates meistens alles Leute waren, die diese Bankenkrise ja mit angerichtet haben, weil sie die Zulassung von Hedgefonds und anderem ja geradezu euphorisch betrieben haben. Und insofern ist es jetzt schon sehr kurios, mit Staatsakteuren zu tun zu haben, die einerseits die Krise mit verursacht haben und sich jetzt als die großen Retter des Finanzmarktsystems aufspielen. Und ich glaube auch, dass die G20-Konferenz, ich habe das gerade hier auch am Mikrofon gesagt, dass die G20-Konferenz nicht dazu führen wird, die Finanzmärkte politisch einigermaßen zu regulieren. Spricht alles dafür, dass zwar Frau Merkel und Herr Steinbrück aus London zurückkommen und sagen, sie haben die Finanzmärkte reguliert. Wenn man die Dokumente prüfen wird, dann wird vermutlich etwas ganz anderes rauskommen, nämlich, dass mit einer etwas neuen Kostümierung und Lackierung das alte Finanzrad etwas verkleinert wieder in Gang gesetzt wird. Es gibt nirgends Hyperinflation. Ist nicht möglicherweise der Weg, Geld zu drucken, doch ein richtiger Weg? Wenn Geld eine Glaubensfrage ist, dann kann man doch auch davon ausgehen, dass man davon genügend herstellen kann, sofern nur der Staat dahinter steht. Ja gut, aber dann fragt sich natürlich dann nach gewisser Zeit, wer dafür blechen muss. Und das ist ja eine Rechnung, die spätestens nach der Bundestagswahl aufgemacht wird. Und da steht eben, das war auch hier an dieser Kundgebung deutlich zu spüren, da steht die große Angst dahinter, dass dann tatsächlich diejenigen, die wenig Geld haben, nochmal geschröpft werden und nicht etwa diejenigen, die sozusagen reich sind. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Gut. Danke. Gib mir noch einen Kopf. Super.